Und da hängen wieder solche komischen Dinger von der Decke runter. Die eigentlich den Begriff Fallen nicht wirklich verdienen, meiner Meinung nach. Die aber halt einfach schon auch Schaden machen. Scheißdreck. Wir sind fast am Ziel. Da bin ich mir sicher. Und Kopf weg. Wer ist da? Falsche Richtung. Wow, ist ja schnell, Alter. Und er macht offensichtlich recht viel Damage. Mir? Golderz, Granatstein, Silbererz, warum auch nicht? Aus was auch immer so ein Gargoyle besteht. Tja. Da sind Türen, würde ich sagen. Lederstreifen, beschädigtes Buch, Papierrolle. Ah, ein Pfeil von mir, den nehme ich noch mit. Leere Weinflasche nehme ich eher nicht mit. Tja. Und da ist irgendwie nichte. Gut, dann gehen wir noch rüber zu der Tür. Und schau mal, was dahinter sich so verbirgt. Und zwar vorsichtig. Psst. Alles klar. Da hat jemand einen Mammut gefangen. Doch, schöne Vase. Oh oh. Wer ist da? Wusste ich doch, dass ich das gehört habe. Das wird euch eine Lehre sein. Glaubt's mir, steht das Ding wieder auf? Was soll denn der... Ich mag keine Skelette, die einfach so wieder aufstehen. Ich habe einen Mod installiert, der neue Texturen für Teppiche macht. Detaillierte Teppiche heißt der im Endeffekt. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ich fand es so cool, als ich das gelesen habe. Ich musste es installieren. Und ich habe schon wieder was im Hals vom Reden. Das ist die trockene Luft im Winter, die macht mir echt zu schaffen. So. Was war das? Aufschließen, Adept, kriegen wir hin. Knapp. Ups. Lalalala. Wieso ist denn das Schloss am Ende so verhakt? Das kenne ich überhaupt nicht in der Form. Jetzt ist offen. Nur falsch angesetzt. So, was haben wir da? Stahldolch will ich nicht. Einen kleinen Seelenstein nehme ich natürlich mit. Karp, gusseiserne Töpfe, Krug, Gold, Dietriche Gold. Gusseiserne Topf haben wir jetzt doch auch mit eingesteckt. Ja, ich will es nochmal sagen hier. Detaillierte Teppich. Coole Sache. Geldbeutel. Naja, das Einbrechen hier hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt, meiner Meinung nach, für den einen blöden Seelenstein. Ich habe auch gesehen, dass es einen Mod gibt, der Laternen richtig nutzbar macht, quasi. Also, dass man eine Laterne am Mann laufen kann, die Licht spendet. Das ist leicht beängstigend. Und den werde ich mir vielleicht auch mal drauf machen. Das ist ein Mod, den ich normal zum Spielen nicht drauf machen würde, weil er vielleicht ein bisschen Stimmung kaputt macht. Aber ich glaube, so für das Let's Play ist das nicht schlecht, weil ihr einfach mehr sehen könnt im Video dann. Ich höre jemanden laufen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Serana war oder ob hier oben jemand rumstiefelt. So, jetzt schauen wir mal, was wir da so rumliegen haben. Beschädigte Bücher. Beschädigte Bücher brauchen wir natürlich nicht. Wer ist da? Wo? Kommt da von unten was oder wie oder wo? Mensch, Serana, du machst mich echt fertig. Wer ist da? Irgendwo ist offensichtlich jemand. Ja, da ist jemand. Definitiv ist da jemand. Irgendwo ist noch was. Wer ist denn noch so halb entdeckt? Ja, da vorne ist irgendwo noch was. Ah, da steht noch was. Jetzt sehe ich es auch.
schöner Treffer. So, wir sind fast am Ziel. Da bin ich mir sicher. Was da so rumliegt. Da liegt was auf dem Teller, sag ich's doch. Ein Saphir. Die Edelsteine leuchten mit dem Mod, den ich jetzt drauf habe, echt richtig gut raus. Die sehe ich überall rumliegen und die liegen halt auch echt überall rum. Wahnsinn. Der vorne an der Tür, ne? Dieser Rubin war das, der rote. Wahnsinnig cool. So, da ist nichts dabei, was ich will. Wer ist da? Weiß ich noch nicht so genau. Was soll denn das hier schon wieder? Ach so, das gehört zu uns, das Skelett. Deswegen ist das eine vorhin auch aufgestanden, ich vermutlich. Sicher, ich hätte irgendwas gehört. Ja, ich bin sicher, ich höre noch irgendwas. Jetzt sind wir auch entdeckt von irgendwas. Gehen wir aus dem Weg. Knifflig. Eine Laute. Und wie geht's jetzt hier weiter? Wer ist ah ja. Wusste ich doch, dass ich etwas gemacht habe. Hörst du auf, um mich einzuprügeln? Was hast du mir geschafft? Alter. Blödes Viech. So. Was war das jetzt? Mächtiges Stahlgroßschwert, naja. Wer ist da? Ja, da ist jemand hinter dir. Das wird euch eine Lehre sein. Hoffen wir es mal. Also, wenn da Gegner sind, können wir hier nicht ganz falsch sein, bin ich der Meinung. Alter, noch zwei Händler. Schauen wir mal da rein. Das ist irgendwie eingestürzt, so wie es aussieht. Da kann ich nicht reingucken. Oder das kann ich durchsuchen. Kleiderschrank. Naja, feine Kleidung. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir sind fast am Ziel. Da bin ich mir sicher. Dann ist ja gut. Dann gehen wir mal weiter nach oben, würde ich sagen. Ein Bügeleisen liegt da rum. Oh. War ich hier schon? Nee, hier war ich noch nicht. Hier laufen Leute rum. Jetzt habe ich nicht zuerst gedacht, das ist quasi der Saal, in dem wir vorhin waren. Kaputt. Mit dem Schießen werde ich immer besser, habe ich das Gefühl. So. Trotzdem ist hier eher gruselig. Gehen wir mal da hoch. Nee, das ist ein anderer Raum. Der Tisch sieht ganz anders aus. Meinen Pfeil nehme ich wieder mit. Ach, guck mal, da ist jemand. Wer ist da? Niemand. Oh, kein Kritischer. Ich doch, dass ich etwas gehört habe. Oh, Serana. Es ist so ziemlich das Dümmste, was ich mir vorstellen kann, was man machen kann. Vor jemandem, der gerade schießt, mit was auch immer. Einfach direkt sich davor zu rennen. Viel dümmer geht's einfach nicht. Das ist meine Meinung zu der Sache. Es ist echt viel dümmer, nimmer geht. Durchsuchen Skelett. Durchsuchen das Skelett. Wird euch eine Lehre sein. Ja, ja. Und ich vermute mal, dass der hier auch gleich aufsteht, oder? Hallo? Okay, dann nicht. Aber kann ich da hinten. Kann ich ziehen, oder? Puh! Woher seid ihr gekommen? Schön. Es war so zum Aufziehen hinten dran quasi, ja? Sehr schön. Wollen wir jetzt nochmal ziehen? Ist da drüben irgendwas aufgegangen, glaube ich. Was ist dein Ziel? Da bin ich mir sicher. Oder dort, weiß ich auch nicht. Schauen wir erstmal da raus. Aber das ist mehr nur so eine Balkon-Dingsi. Da kommt Licht rein. So. Wir sind fast am das Ziel. Ist die Pfeile, die da irgendwo in den Türen stecken und so von mir, dass ich die nicht mitnehmen kann, finde ich immer ein bisschen nervig.
So, hat es hier irgendwo in der Nähe geklappert? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, ich habe es beim zweiten Mal wieder zugemacht. Das hat sich schon beim ersten Mal geöffnet, vermutlich. Nun war ich da... Ja, genau. War ich nur so abgelenkt von dem Gargoyle irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Okay, da oben läuft jemand. Wer ist da? Niemand. Zack. Das hätten wir geschafft. Sehr schöne Ansicht hier in diesem Licht. Mit so einem Treffer. Sehr schön. So, da ist keiner von meinen Pfeilen drin. Oh, noch ein Gargoyle, war ja klar. Nur der Herr Gargoyle. Wow. Ist nicht erlaubt, dass du mich angreifst. Verdammter Mist. So. Jetzt wollen wir auf die anderen Pfeile wechseln, was ich gerade gesehen habe. Ich bin jetzt schon wieder mit Nordpfeilen geschossen, warum auch immer. Ich benutze jetzt hier drin mal die Dwemer-Pfeile bis auf weiteres. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht wirklich damit gerechnet, dass ich hier so lange... Das ist Skelett von ihr. Experte! Wird natürlich jetzt nicht so einfach sein. Das heißt, ich sollte eigentlich am besten meine... meine Dings anziehen, ne? Meine Handschuhe und so. Auf der anderen Seite habe ich da gerade keine Lust drauf. Und ich könnte es auch theoretisch so schaffen, habe ich das Gefühl. Ha! Ich bin gut! Schlossknacken verbessert. Wo sind wir hier? Jetzt eine Abkürzung genommen oder irgend sowas? Sieht noch ein bisschen nach einer Waffenkammer aus. Dwemer Streitaxt der Entkräftung ist ja krasser Mist. Alte Nordwaffen. Alter Nordbogen. Ist irgendwas, was. Wir sind fast am Ziel, da bin ich mir sicher. Orkischer Bogen. Bogen des Donnerkeils. Den will ich mir mal angucken. Den will ich mir mal angucken. Die Entkräftung ist ganz cool eigentlich. Und 24... 20 Punkte Blitzschaden, halt zu viel Magikerschaden, haben wir natürlich schon die Verzauberung. Und der Bogen an sich ist natürlich unsere auch schon besser, aber man weiß ja immer nicht. Mal einen Reservebogen dabei zu haben, ist ja auch nicht schlecht. Und hier haben wir wieder wunderschöne Lichteffekte, also die finde ich annähernd schon perfekt. Und da haben wir noch jemanden, der sowas braucht. Und da drüben ist noch so jemand. Vielleicht kommt er da jetzt auch gleich wieder raus. Wer ist da? Nicht gereicht. Ja, komm mal raus aus dem Balkon da. Zack! Das wird euch eine Lehre sein. Sehr schön. Jetzt habe ich einen Nordbogen mitgenommen, warum auch immer. Da ist eine Tür offen. Hallo. In den Rücken. Wow. Wieso halten die denn teilweise so viel aus? Das verstehe ich auch nicht so recht. Serana, mach mal was. Das war der falsche Zauber. Das wird euch eine Lehre sein. Mhm. Finde ich ganz gut, wie das hier gelaufen ist. So, der Pfeil erhöht. Aus Knochenmehl könnte ich eigentlich auch mitnehmen. Und wieder ein paar Zutätchen. So, da haben wir noch was zum Durchsuchen. Dwemer-Pfeil, da haben wir noch was zum Durchsuchen. Ist nichts drin. So, wir müssen in die Richtung theoretisch weiter. Also, hinter der Wand ist dann irgendwo das, was wir eigentlich suchen, der Innenhof.
Eine Dwemer-Rüstung, ziemlich. Wie gut ist denn die? 45, sieht ganz cool aus. Gewicht 45, die schleppe ich jetzt nicht mit rum. Ich habe gedacht, die könnte man vielleicht Kayo mitbringen dann, aber puh, bei dem Gewicht nehme ich das Zeug nicht auf Verdacht mit. So. Das hier geht jetzt offensichtlich nicht so einfach auf. Machen wir mal Licht an. Diese Tür muss irgendwie aufgehen. Da gibt es bestimmt irgendwo einen Hebel. Wir sind fast am Ziel. Da bin ich mir sicher. Da gibt es bestimmt irgendwo einen Hebel. Ich vermute fast, dass der da vorne ist. Wir haben hier aus dem Balkon rausgeschossen. Und hier kann ich rüberlaufen. Dann ist bestimmt hier irgendwo so ein Mechanismus, oder? So funktioniert das doch normalerweise in diesem Spiel. Ich sehe aber nichts. Ich sehe keinen Hebel, ich sehe keine Kette. Ich sehe keinen Hebel, ich sehe keine Kette. Ha. Ich steck mal den Bogen weg, gerade nervt er mich ein bisschen. Aber ich sehe eine Tür. Und was sehen wir hier? Alles, Papierrolle. Durchsuchen Truhe, auch schön. Gold, naja. Wolfkopf an der Wand. Hinsetzen. Nö. Alter, was hier rumfliegt an Zeug, ey. Unmöglich hier. Voll die Messis. So. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir hier richtig sind. Aber viel fälscher als vorher sind wir, glaube ich, auch nicht. Weil hier geht es definitiv weiter in die Richtung, ne? Und da haben wir. Das sieht so aus, als hätten wir zwei Gargoyle-Freunde. Beziehungsweise noch ein paar mehr, so wie es aussieht. Ach du Scheiße, wenn die alle losgehen, habe ich echt ein Problem. Fuck. Und es geht wirklich los, ey. Scheiße. So, ich gehe mal auf den Schrei Zombie erwecken. Ach, das ist kein Schrei gewesen. Das hätte ich mir auch denken können, dass ich keinen Schrei Zombie erwecken habe. Ich wollte eigentlich eher so ein irgend so ein unerbittliche Macht ist ganz gut. Was wegstoßen kann, wie in der Situation gerade eben. Ist halt nicht schlecht. Jetzt haben wir die meisten, aber sie kommen nacheinander. Sie kommen nicht auf einmal. Das ist ganz gut, weil das wäre echt höllisch schlimm, wenn die auf einmal kämen. Ich glaube, dass wir schon ganz oben gekommen sind. Bestimmt gibt es hier noch eine Art Geheimgang. Ja, bestimmt. Das ist nur die Frage, ob wir den finden, bevor uns noch mehr Gargoyles in den Rücken fallen, quasi. So ein Kamin ist doch immer gut für einen Geheimgang, sage ich doch. Jetzt gucken wir, ob hier noch irgendwas Wertvolles liegt vorher mal. Da hinten leuchtet's, ne? Königliche Vampirrüstung klingt nämlich richtig gut. Boah, ein Silberschwert ist natürlich auch immer gut. So, königliche Vampirrüstung. Magiker regeneriert sich schneller. Was habe ich an?
Tragfähigkeit erhöht. 48. So viel besser ist die gar nicht. Aber sie sieht halt verdammt cool aus, ne? Schauen wir mal. Wir sind fast am Ziel. Da bin ich mir sicher. Du, Serana. Da fällt mir was ein. Hoffentlich sind das nicht alles Dinge, die ihr nicht gebrauchen könnt. Ja, ich kann auch die königliche Rüstung behalten, du... Naja.